Erdgas, das wir brauchen, zum Beispiel zum Wohnungen heizen, ist in diesem Jahr viel teurer geworden. Wir in der Schweiz machen selber kein Erdgas, dafür aber Gas aus Kompost, also zum Beispiel aus deiner Bananenschale, die du wegschmeißt. Gas aus Abfall, dass das wirklich funktioniert, das erzähle ich dir in der SRF Kinder News. Hey und schön bist du mit dabei. Heute geht es um Sachen, die teurer geworden sind und eben auch um die Bananenschale. Zum Start habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage. Wann kann der Preis von Benzin oder Erdgas steigen? A, wenn es eher zu wenig davon hat oder B, wenn es ganz viel davon hat? Die Antwort findest du jetzt gerade raus. Und ja, das Gas und Benzin sind in diesem Jahr wirklich viel teurer geworden. Und nicht nur das, sondern auch ganz viele andere Sachen. Wenn die Preise steigen, dann sagst du dem Inflation. Und was Inflation genau bedeutet, das erklären wir dir jetzt. Von Inflation spricht man, wenn Geld an Wert verliert. Das heißt, die Leute bekommen zum Beispiel beim Einkaufen für gleich viel Geld weniger als noch vor ein paar Monaten, weil bestimmte Dinge teurer geworden sind. Teuerung, das ist ein Wort, das du vielleicht deshalb auch schon gehört hast. Teuerung ist einfach ein anderes Wort für Inflation. Expertinnen und Experten schauen sich genau an, wie sich die Teuerung entwickelt. Dazu beobachten sie, wie sich die Preise verändern. Zum Beispiel für Lebensmittel, Benzin, Kleider, Wohnungsmiete, Zugbillett oder auch Coiffeurbesuche. So finden sie heraus, wie viel teurer alles im Vergleich zum letzten Jahr geworden ist. Wieso etwas teurer wird, dafür gibt es verschiedene Gründe. Manchmal wollen die Leute von bestimmten Produkten mehr haben, als hergestellt werden kann. Die Firmen können also nicht schnell genug genügend Produkte herstellen. Und wenn es von einem Produkt zu wenig hat, aber viele Leute es gleichzeitig wollen, dann sind sie auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und der Preis, der steigt. Es kann auch sein, dass bestimmte Materialien oder Rohstoffe knapp werden und diese deshalb teurer werden. Wenn Firmen sie dann zur Herstellung brauchen, müssen sie dafür mehr bezahlen. Und weil das Herstellen des Produkts teurer ist, steigt oft auch der Verkaufspreis. Dass Preise langsam und ein bisschen steigen, ist ganz normal. Schwieriger wird es, wenn sie sehr schnell und stark ansteigen. Vor allem für Menschen mit tiefem Lohn. Ihr Lohn bleibt nämlich gleich, aber sie können sich mit dem Geld wegen der Inflation weniger kaufen als vorher und müssen auf viele Sachen verzichten. Ein weiterer Grund für die Inflation ist die Corona-Pandemie. China zum Beispiel kann noch nicht so viele Produkte herstellen und transportieren wie vor Corona. Es gibt also deshalb weniger Produkte oder man muss länger auf sie warten und deshalb sind sie teurer. Die höheren Preise haben aber auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Aus Russland kommen beispielsweise Erdöl, Gas und Benzin. Mehrere Länder wollen Russland wegen des Krieges nicht unterstützen und verzichten deshalb zum Teil auf Rohstoffe aus Russland. Auch hier gibt es deshalb weniger davon und die Preise steigen. Du hast den Hinweis sicher gehört und kannst jetzt das Quiz lösen. Wann kann der Preis von Benzin oder Erdgas steigen? Es ist Antwort A, wenn es eher zu wenig davon hat. Aber es kommt auch darauf an, dass es gleichzeitig viele Leute wollen oder brauchen. Dann steigt der Preis. Mit Erdgas tust du zum Beispiel Häuser und auch Wohnungen heizen. Und das habe ich auch nicht gewusst. Die einen Buddies tun mit einer Gasheizung auch das Wasser noch etwas wärmer machen. So auch Buddy Schlieren im Kanton Zürich bis auf das Jahr. Politikerinnen und Politiker haben entschieden, dass sie ihre Buddy nicht mehr mit dem teuren Erdgas heizen wollen. Das war ein Grund, der Hauptgrund ist aber ein anderer. Es ist wirklich schön. Es ist perfektes Badewetter. Und das Wasser ist zwar nicht geheizt, aber bei diesen warmen Temperaturen ist es einfach auch eine schöne Abkühlung.
Vor ein paar Wochen hat es darum noch etwas Mut gebraucht, als das Wasser 18 Grad kalt war, um hier reinzugehen. Wir sind hier ins Wasser, sind gefühlt fast verreckt. Hier war es zu kalt für unser Wasser. Definitiv. Wir sind langsam rein, haben vorher getuscht, dann ist es eigentlich gegangen. Die Idee an und für sich ist okay, aber ich bin einfach ein Gefrörli. Ich habe sehr Mühe, bei mir muss es wirklich heiß sein. Ich bin da angekommen und dachte, wieso ist das nicht geheizt? Und so. Aber nachher habe ich so verstanden. Es war eigentlich recht fair, weil der Eintritt war gratis. Man hat zwar kein beheiztes Becken gehabt, aber dafür waren die Duschen immer noch warm. Die Leute in der Badische Liere haben im Frühling ein bisschen schneller müssen schwimmen, dass sie genug warm hatten, weil das Wasser nicht geheizt war. Es hatte etwa 18 Grad und sonst hatte es 23 Grad. Immerhin, die Leute konnten noch warm duschen. Für das hat die Stadt Schlieren schon gesorgt. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie so eine Gasheizung aussieht. Die läuft momentan nicht. Das Badewasser wird nicht geheizt. Und wie du jetzt weißt, das Gas ist teurer geworden. Das ist aber nicht der Hauptgrund, wieso sich die Stadt Schlieren dafür entschieden hat, dass man das Badewasser in diesem Jahr nicht heizt. Die Stadt Schlieren möchte ein Zeichen setzen gegen den Krieg. Es ist nämlich so, dass fast etwa die Hälfte des Gas, das wir in der Schweiz brauchen, von Russland kommt. Ich habe es vorhin gerade im Beitrag gesagt, der grösste Teil des Gas, das wir in der Schweiz brauchen, kommt von Russland. Wir in der Schweiz machen selber kein Erdgas, dafür Biogas. Wie aus dieser Bananenschale Biogas gemacht wird und ob wir mit dem Biogas das russische Erdgas ersetzen können, das bin ich in Zürich herausfinden. Zuerst kommen die Lastwagen mit zum Beispiel dem Kompost hier hin, laden den ganzen Kompost hier abladen. Und es wird jetzt hier mal deponiert. Und einfach zum sagen, es ist extrem typisch hier drin. Es ist wirklich gerade ein anderes Schnaufen. Hinter mir siehst du die vielen Abfälle, das Grünzeugs. Andreas, woher kommt das jetzt? Das ist der Abfall von den Häusern, also was ihr daheim in Grünabfall tut. Das kommt hier an. Ich weiss nicht, wenn du schon mal neben einem Miststock auf einem Bauernhof gestanden bist, so schmeckt es. Also, es ist wirklich grusig, wenn ich ehrlich bin. Der blaue Kran hackt das Grünzeug, eben zum Beispiel deine Bananenschale, die du entsorgt hast. Und die wird dann hier auf dem Förderband weiter transportiert in Fermenter. Und den gehen wir nachher zusammen anschauen. Das grosse Gebäude ist jetzt eben der sogenannte Fermenter. Und da kommt der Grünabfall jetzt für 2 Wochen rein. Da in den Fermenter rein, da können wir jetzt nicht reingehen, weil da ist jetzt kein Sauerstoff mehr drin, da ist nur noch Gas drin. Und das könnten wir nicht aushalten. Das wäre gefährlich, darum gehen wir nicht da rein. Da rein sehe ich einfach irgendeine Suppe. Es sieht überhaupt nicht appetitlich aus. Und halt die 2 grossen Schaufeln, die das ganze Grünzeug ganz langsam vorantreiben. Und zu Biogas macht. Das Gas tun wir nachher oben mit dieser Leitung sammeln. Und der kommt dann schlussendlich die Energie, die wir wieder brauchen, zum Heizen schlussendlich in der Stadt. Ist es denn so möglich, dass wir das Erdgas so wie nicht mehr brauchen und in der Schweiz nur noch mit Biogas arbeiten könnten und so zum Beispiel auf das russische Gas könnten verzichten? Wir könnten in der Schweiz gar nicht genug Biogas herstellen, der Abfall wäre zu wenig. Kann ich auch etwas dazu beitragen, dass ihr da mehr grüne Zeugs habt? Ja, du kannst dazu beitragen, indem du alle biogenen Abfälle, Speisreste, Reste der Bananenschinte zum Beispiel oder Äpfelgröbschi, wenn du das in den Grünabfall tust, dann kommt es hier an und dann gibt es Gas daraus. Und das wäre dein Beitrag. Und etwas Wichtiges noch, super kann man aus Abfall Biogas machen und gleich wird das am Schluss beim Heizen verbrennt und das schadet der Umwelt. Darum will der Kanton Zürich beispielsweise, dass es in Zukunft gar keine Gasheizungen mehr gibt. Schön, dass du mit dabei bei deinen SRF Kindernews. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Es gibt aber eine Spezialsendung Anfang August aus dem Pfadi-Bundeslager mit über 30'000 Kindern. Ich hoffe, du bist dann auch dabei und wünsche dir bis dahin ganz eine gute Zeit.